Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Minecraft Minigame Projekt. In der heutigen Folge bauen wir das nächste Minigame und zwar bauen wir heute Minecraft TNT Run. Vielleicht kennt ihr es auch von anderen Servern. Ihr habt quasi hier ein großes Feld mit TNT und Sand. Ihr werft dann quasi drüber und dann immer wieder unter euch die Blöcke kaputt. Genau das möchte ich auch ganz gerne hier umsetzen. Dafür habe ich meinen ersten Prototyp der Map gebaut. Das soll es ungefähr sowas werden. Aktuell ist mir noch ein bisschen zu klein. Darum machen wir es ein bisschen größer. Dazu habe ich schon einmal hier die grobe Fläche ausgehöhlt und ist ganz einmal aushöhlen. Mit Worded ist das natürlich kein Problem. Wir können hier einfach jeden Block einmal markieren und dann einmal hier noch einmal mit R füllen. So, Set, nein, nicht Biom, sondern einfach nur R. So, wir werden Deselect machen und schon haben wir das grobe Teil fertig. Was ich noch außen haben möchte, einmal eine Schicht außen rum und zwar soll einmal hier mit Forklights ausgefüllt werden, zwar mit diesen Lidernen. Ich fand, das sieht echt geil aus, wenn ich innen drin. Also mit ein bisschen Licht noch was ist. Sowas möchte ich auch ganz gerne hier machen. Das machen wir einmal ganz kurz. So, das wäre auch schon geschafft. Bis wir den Turm noch einmal hochziehen. Über die vier Schichten, die wir hier reinpacken möchten. Ich möchte ungefähr vier Schichten hochziehen. Heißt, wir müssen einmal das ganze Ding hier ausschneiden, dann hochziehen, dann noch einmal einfügen, wie viele Ebenen wir haben möchten. So, die grobe Map steht. Wir haben einmal hier einmal von 1, 2, 3, 4, 5 Schichten die Rede. Ich denke, es passt auch ganz gut. Jetzt kommt es an Texturieren. Das habe ich einmal den ganzen Bereich hier einmal ausgewählt. Und nun werde ich die ganzen Steine einmal mit hier mit den verschiedenen Materialien, also hier einmal Netherrack, Stein, Mossy Kabel, Bricks, Netherrack, Glas, einmal füllen. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ich weiß es auch noch nicht. Wir machen das hier, zack. Und so sieht das Ganze aus. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Auch hier hinten dran das Froglight. Ziemlich cool eigentlich. Können wir mal ein Undo machen, das nochmal neu machen. So, zack. Dann würde ich sagen, dass es auch so ziemlich cool passt. Wir können es auch einmal unten auf dem Boden noch machen, theoretisch. Wir müssen es einmal so lassen erstmal. Denn hier kommt auf dem Boden dann noch Wasser oder sowas hin, dass man da nochmal was Cooles hat. Aber soweit das einmal. Jetzt müssen wir einmal die ganzen Schichten einmal hier einmal hochziehen. Das heißt einmal hier einmal als den Bereich mit TNT füllen, dann nochmal stacken, dann noch mit Sand füllen und dann einmal das Ganze noch hochziehen. Dann haben wir das Ganze schon geschafft. Let's go! So, alle Towers sind jetzt fertig. Wir haben jetzt auch hier verschiedene Schichten. Also, es sieht so aus. Wenn wir hier runtergehen, ist die Schicht wieder anders texturiert. Haben wir immer überall gemacht. Genau. Jetzt machen müssen, wir das einmal abreißen und dann einmal das Ganze in Bedrock exportieren. Jetzt sehen wir es schon wieder in Bedrock. Da sind wir auch schon wieder in der Minecraft-Welt von Bedrock. Hier, yeah, hallo. Ich habe gerade einen coolen Skin dabei. Könnt ihr euch auch holen. Das ist gerade von Minecraft. Gibt es gerade gratis, die Sachen. Weil ihr gerade hier den Geburtstag habt. Könnt ihr euch auch holen. Und wir haben einmal die ganze Sache als Structure gespeichert, können wir mit dem Structure-Block aufrufen, und zwar give ls hallo Structure-Block, perfekt. Wir können einmal jetzt einmal irgendwo platzieren und laden hier einmal den TNT-Run, so habe ich es genannt. Zack, wir sehen jetzt hier einmal, wo die ganze Map geladen wird. Also wir nehmen den einmal mit und fügen ihn einmal da drüben ein. Ich möchte nämlich gerne die Minigames so nah wie möglich zusammenbauen, also wir gehen einmal hier hin, so. Was ziehen einmal hier den Command-Block. Sehen jetzt hier eine schöne Struktur. Das passt auch hoffentlich auch von Koordinaten her. Ja, das sieht gut aus. Wir laden es doch einfach mal und haben hier einmal zack unsere Welt. Unseren schönen Tower mit den schönen Froglights. Das kann auch mal wieder weg. Und wir können gucken, ob das funktioniert. Ja, das sieht gut aus. Wir haben hier einmal unser TNT mit jeweils den Sandblöcken. Dann müssen wir erstmal gucken, dass das Spiel überhaupt einmal laufen kann. Also fangen wir an mit der ersten Technik und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Okay, ich kann so nicht arbeiten. Das Licht ist übelst nervig von dem Tower. Heißt, wir müssen einmal hier noch eine Border drumherum packen. Das geht zum Glück in Minecraft. Und zwar slash fill. So. Dann einmal noch ganz nach oben. Ich mache auch alles richtig. Es wäre echt blöd, wenn es nicht funktionieren würde. So. Wir machen es hier einmal bis hier hin. Damit würde ich sagen, mit Blue Concrete. Ist eigentlich egal welchen. Machen wir hier Outline. Damit fügen wir dem Ganzen einen Outline hinzu, dass innen drin noch alles da ist, aber nur außen. Aber hier ein kleiner Border entsteht. Und es ist auch viel angenehmer, hier mitzuarbeiten. So, die erste Technik steht auch schon. Wir haben nämlich hier ein bisschen was gemacht. Und zwar ist die Technik ziemlich ähnlich wie zu der ersten hier drüben. Hier haben wir sie auch schon gebaut gehabt. Und zwar haben wir hier wieder einen Startknopf. Das ist der hier. Dann geht es wieder in den Command-Block rein, der testet, ob der Tag da ist. Und nebenbei bekomme ich hier noch den Tag, der gegeben und ein Score für Cooldown wird mir gegeben.
Wir haben ein paar Sachen gesetzt. Hier werden zum Beispiel noch ein Teleport, Slow Falling und hier noch ein Scoreboard hinzugefügt. Das Ganze ist aber eigentlich irrelevant, den können wir sogar wegmachen, den brauchen wir nicht mehr. Dann gibt es hier einen neuen Test, und zwar gibt es, ob der Cooldown von mir größer wie 1 ist. Dann wird noch hier einmal der Cooldown wird von mir immer 1 removed, wenn der untere funktioniert. Also wenn wir den Score von Cooldown größer wie 1 haben, dann wird mir 1 abgezogen hier. Da habe ich hier einen kleinen Text angezeigt, und zwar wird hier einmal in Visual Studio Cooldown später ein Text definiert, und zwar Text.cooldown 1. Und hier kann ich angeben, quasi, wenn der Score von mir 60 ist, dann wird er gedisplayed. Das Ganze haben wir noch bei allen anderen auch gemacht. Und hier haben wir sogar noch gemacht, wenn der größer wie 60 ist, dann soll noch ein anderer Text gedisplayed werden. Plus noch einen Sound dazu, nämlich Node.blink. Und am Ende wird hier noch dann, quasi gesagt, noch ein Schlusstext. Dann noch, was haben wir hier noch? Genau, der Scoreboard Reset. Und noch hier einen anderen Sound. Wir können das Ganze ja mal ausprobieren. Und zwar drücken wir hier drauf und let's go. Seht ihr hier, wir fahren runter. 3, 2, 1 und go. Jetzt will quasi das Spiel beginnen. Wir würden hier quasi die Blöcke nicht mehr weggehen, dass ich hier laufen muss. Das Ganze müssen wir jetzt noch einmal programmieren. Ich sage, wir machen es selber ran. Schauen uns dann, wie das Ganze aussieht. Ich habe die Technik ein bisschen weiterentwickelt und wir haben jetzt schon mal ein funktionierendes System, damit einmal das Sand und das CNT verschwinden kann. Ich starte einmal das ganze System. Und zwar habe ich es einmal mit Armor Sense gelöst. Seht ihr hier einmal, wenn ich es herumfahre. Der Timing ist noch nicht ganz perfekt. Aber wir haben hier, sobald wir über einen Sand laufen, aktuell nur, werden hier hinter uns Armor Sense gespawnt. Diese werden kurzzeitig da bleiben und dann werden sie den Sand hinter uns wegmachen. Sehen wir auch ganz gut. Ihr seht, sie bleiben kurz da und dann killen die sich selber und der Sand verschwindet auch. Und so haben wir jetzt eine ziemlich coole Schleife, um das Ganze zu machen. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Lösung dafür. Ja, genau. Das System wurde nochmal ein bisschen optimiert. Wir können jetzt einmal hier drauf drücken auf Start. Wir fangen an zu starten. Können loslaufen. 3, 2, 1 und go. Und hinter mir verschwinden die Blöcke, sobald ich anfange zu laufen. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Wenn man in der 5 geht, sieht man es auch ziemlich cool. Man kann ja auch springen. Dann passiert nichts. Wie es im normalen Spiel auch ist. Ich finde es so ziemlich cool. Was jetzt noch fehlt, einmal noch der Rausfliegmodus. Let's go. Das gesamte Spiel ist jetzt soweit fertig. Ich kann euch noch kurz zeigen, was ich gemacht habe. Und zwar haben wir noch hier einmal den Armor Stand jetzt und hier einmal die Detection, dass man quasi hier raus ist. Und das habe ich einmal ganz einfach gemacht. Wenn unter mir Wasser ist, ich habe mich den Text getitelt mit dem Text Loose. Dann bekomme ich noch einen, wenn ich teleportiere. Und danach wird mir noch hier der Tag von dem Game entfernt. Genau. Wie es mit dem Armor Stand funktioniert, beziehungsweise mit dem Entfernen von dem hinter mir. Ich spawne quasi hinter mir einen Armor Stand bei mir. Beim Armor Stand führe ich dann quasi einen Teleport aus, dass er quasi in der Luft hängen bleibt und nicht runterfallen kann. Dann füge ich ihm ein Scoreboard hinzu, und zwar ist vom Cooldown immer 1. Dann sage ich, wenn der Cooldown 5 erreicht, dann soll er einmal den First führen, damit quasi jetzt ein bisschen verzögert nach dem Spieler kommt. Und danach kill ich ihn noch, sobald der Score auch bei 5 ist. Genau, soweit das. Wir testen es noch einmal ganz kurz und dann holen wir noch einen zweiten Spieler dazu. 3, 2, 1 und let's go. Wir können es ja mal absichtlich machen. Wir fallen es immer runter. Zack, zack, zack und zack und zack, bam. Ich bin ja sofort nach oben teleportiert worden und werde auf eine Beobachtungsposition be befördert, bei dem ich einmal hier das ganze Spiel zuschauen und einmal gucken kann, wie sich die anderen schlagen. In meinem Fall hat sich die Map bis zurückgesetzt, da es ja kein anderer Spieler mehr gibt. Das ist auch automatisiert, das heißt, sobald das Spiel fertig ist, ist die Gesamttechnik aus. Es läuft ja nichts mehr. Seht ihr auch an dem Rest und alles ist aus. Jetzt würde ich sagen, holen wir den zweiten Spieler und spielen wir gegen den zweiten Spieler gemeinsam. Da ist auch schon der nächste Tester. Hallo Ems, willkommen hier in der Welt. Hallo. Hallo. Bist du bereit, das nächste Minigame auszuprobieren, und zwar TNT Run? Natürlich. Okay, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal. Let's go. Mal gucken, wer gewinnt. Das wird sehr spannend. Hab ich's geschafft? Oh. Schade. Hoppa, hopp. Oh je. Oh, da ist er. Oh mein Gott. Ich will gerade was sagen.
Jawohl! Oh. Ich meine, ich hätte gesehen, dass du runtergefallen bist. Hier ist er runtergefallen. Mach dir oben, mach dir unten schön auf. Ui, der war ultra knapp. Nein! Oh mein Gott. Hab ich den Weg abgeschnitten? Nein, ich bin so früh gesprungen. Oh mein. Ich auch. Stell dir mal vor, als wenn es vier Spieler spielen, dieses Spiel. Wie ultra schnell das gehen würde, dieses Spiel. Dann müssen wir in einem Livestream mal spielen. Können wir gern machen. Oh mein Gott. Die letzte Ebene, Ems. Ja, viel Spaß dir. Viel Spaß dir. Er springt ja, runter. Ja, GG. Willst du noch eine Runde? Ja. Können wir gern machen. Alles klar. Und let's go. Hast du das gemerkt? Was? Da ich noch im Game-Mode bin. War ich auch noch im Game-Mode vor? Bist du mal, hast du eben mal gecheatet? Nein. Oh. Wir müssen noch Resistance, Situation geben. Weil ich verliere Hunger. Warum machst du eigentlich nicht, dass es mit Druckplatten ist? Weil es so viel cooler ist. Nein, mit Druckplatten kann man einen Glitch machen. Nee, darum mache ich es nicht. Weißt du, welchen ich meine? Ja, ich weiß, welchen du meinst. Du hast mir schon oft genug gezeigt, wie der funktioniert. Und du hast ihn nie hingekriegt. Das ist richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich wollte gerade springen. Oh mein Gott. Gardim. Kann ich ganz gechillt laufen. Das Ding ist, je schneller du läufst, desto... Mehr gehen auf Blöcke weg. Also wenn du schnell läufst, verlierst du mehr Blöcke auf der Ebene. Und du darfst halt nie stehen bleiben, ne? Ich laufe einfach so langsam, wie man laufen kann. Deswegen sind Druckplatten besser, weil da geht schneller weg. Da muss man sprinten. Oh ja, Gott. Aber ich finde es auch so in Ordnung. Druckblatt mehr mies nervig die ganze Zeit, immer dieses Klicken zu hören. Kann man ja ausschalten. Ja, trotzdem. Nein! Oh mein Gott. Wir haben einzelnen Block gelandet. Hä? So fast kommen wir rein, runter. Aber nur fast. Wäre witzig gewesen. Ja, ich weiß. Oh. Oh mein Gott. So runter? Aha. Yay, jetzt habe ich gewonnen. Mhm. Ich mach noch weiter. Bis ich runterfall. Mach das. Ich gebe uns so lange noch kurz Situation. Ich will noch eine Zeitangabe machen, damit wir eine Rekordzeit machen können. Was? Ich kann trotzdem machen, dass es noch eine Zeitangabe gibt. Damit man auch theoretisch eine Rekordzeit machen könnte. Kann ich auch noch machen, ja. Du müsstest jetzt Situation bekommen, oder? Hoffentlich. Ja. Nee, noch nicht. Hallo. Hallo, nicht fliegen. Ja, ich kann nicht mehr sprinten. Warum nicht? Ja, warum sprintest du auch die ganze Zeit? Kann ich auch so machen. Ja. Spielst du eigentlich im F5 oder spielst du in der ersten Position? Außen. Oh mein Gott. Ja, haben ja, wieder richtig Spaß. Schlecht gespielt. Oh mein Gott, ich bin so kacke.
bin sogar zwei runtergefallen. Nein, eins und direkt nochmal. Wenn du springst, verlierst du auch weniger Blöcke auf der Ebene. Wir könnten auch theoretisch so Special Items was hinzufügen. Nein, das ist zu krass dann. Man kann nicht stehen geblieben, weil ich gegen die Wand gelaufen bin. Ja, die Eckdinger sind dann wieder tricky. So. 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 Zack. Shit, ich bin zwei runtergefallen. Weil zu viel offen war. Ich bin stehen geblieben, weil ich kurz umdrehen wollte, zum in eine Richtung springen. Da bin ich runtergefallen. Na, am Rand sind lang gelaufen. Was sprinte ich eigentlich? Einfach ran. Oh mein Gott, ich kann mich auch drehen. GG. Ich würde sagen, eine letzte Runde machen wir noch, oder? Ja. Und Start. 3, 2, 1. In Einstellung gegangen. Kacke. Nein. Wir können mal zurücksetzen. Ja. GG's. Ich brauche noch einen Button, dass man starten kann von oben. Ems? Ja? Warum bist du runtergefallen? Ach, ging schon los. Ja! So. Ja, okay. Bist du ganz und bist du schon raus hier? Du bist raus. Dann machen wir nur mal von vorne. Ja, ja, alles gut. Und zack. 2, 1 und go! So, welches Minigame soll ich als nächstes bauen? Hast du schon coole Ideen? Vielleicht so ein, wie heißt? Survival Games oder so. Das könnten wir machen, ja. Oder vielleicht. Schmetterlinge fangen. Spaß, nein, Das größte Kackgame auf Mineware. Schmetterlinge fangen. Vielleicht. Irgendwie Skywars, Bedwars. Ja, das habe ich ja schon gebaut. Das wäre. Sollen schon was anderes machen? Also, Bedwars kannst du schon spielen bei Lucky Block Bedwars. Könntest du so eine Map machen, wo es so Parcours gibt, halt? Also, so eine Stadtmap, wo man auf Häuser hochjumpen kann mit Parcours. Und dann so machen, dass immer einer eine Krone hat und alle von denen die klauen müssen. Weißt du, wie ich meine? Ich habe jetzt halt eine riesen Map wieder, ne? Wo bist du eigentlich? Ich bin da. Oh mein Gott. Die letzte Ebene wieder? Nein. Ich weiß es gar nicht, welche Ebene das ist. Oh, das war knapp. Oh, das war... Oh, hier. Ja, hast du dich gerade hochtippet? Nein. Ich bin im Abenteuer. Junge. Kannst du gerne auf YouTube am Sonntag nachschauen. Keine falsche Bescheidenheit. Warum sind da zwei Reihen weg gewesen? Ich weiß es nicht. Manchmal kannst du auch, dass zwei weg sind. Alter, das sieht von oben richtig krass aus. Mache Top-Zeit. Top-Zeit. Oh, yes. Ja, okay. Das war's auch schon mit dem Video. Willst du das Auto machen? Das war's auch schon mit dem Video. Und schaut gerne bei Modju vorbei und natürlich bei Ernst auch. Lasst ein Abo da und dann tschüss. Ciao.